allmächtiger Gott, sieh gütig auf dein Volk, das mit gläubigem Verlangen das Fest der Geburt Christi erwartet. Mache unser Herz bereit für das Geschenk der Erlösung, damit Weihnachten für uns alle ein Tag der Freude und der Zuversicht werde. An diesem Sonntag berichtet der Evangelist Johannes über seinen Namensvetter, den Prediger am Rand der Wüste. Die jüdische Oberschicht in Jerusalem wird unruhig angesichts der aufrüttelnden Predigten des Johannes. So schicken sie Boten zu ihm. Wer bist du? Erneut bekennt Johannes, nicht der Messias zu sein. Er verweist auf den, der schon mitten unter ihnen steht, den sie aber nicht kennen. Der werde nach ihm kommen, und er selbst sei es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Schöpfung dir zu, denn deine Erlösung wird alles befreien. Das Leid wird von all deiner Klarheit durchstrahlt. O Herr, wir warten auf dich. O Herr, wir warten auf dich. Warum das Dunkle und Schwere? Fragte ich den Engel an meiner Seite. Doch er antwortete mir nicht. Wozu die Leiden und Beschwerden? Fragte ich den Engel noch einmal. Er antwortete nicht. Doch mitten im Schweigen zeigte er auf die Lichtspuren in meinem Leben auf meiner Wegekarte. Und er lächelte mir zu. Gott, segne uns mit dem Glauben, dass du deine Schöpfung nicht allein lässt. Segne uns mit dem Vertrauen, dass du uns Gutes schenken willst. Segne uns mit der Hoffnung, dass du auch in unserem Leben wirken wirst. Amen.